Glückwunsch nach Georgien. Der Troll des Monats geht diesmal ganz klar an die georgischen Trolls. Die waren noch besser als die russischen Trolls. Warum? Ich wurde als mögliche Verwandte von Hermann Göring einsortiert. Auf die Idee kann man nur kommen, wenn man die kyrillische Umschrift meines Mädchennamens Göring nimmt. Göring und Göring wird im Kyrillischen genau gleich geschrieben. Im Lateinischen haben die beiden Worte miteinander nichts zu tun. Genauso wenig wie ich glücklicherweise mit dem Obernazi, dem Kriegsverbrecher Hermann Göring zu tun habe. Das zweite war fast noch absurder und peinlicher. Eine betrunkene Frau auf einer georgischen Hochzeit. Ich wäre gerne mal eingeladen auf einer georgischen Hochzeit, aber war ich nicht. Und die Frau hat wirklich überhaupt nichts mit mir zu tun. Das war ein klassischer Deepfake. Interessanterweise wurden die ganzen Videos geteilt von Anhängern der Regierungsfraktion. Es liegt also nahe, dass möglicherweise aus dem Kreis auch die Auftraggeber kamen. Ich finde, wir können uns auch politisch auseinandersetzen und müssen uns nicht mit schäbigen Videos bewerfen. Gott sei Dank gibt es unabhängige Faktchecker. In dem Fall war das der Myth Detector, der diesen Unsinn aufgedeckt hat. Vielen Dank dafür und auf eine gute weitere Zusammenarbeit.